Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Strategiespiel- und Siedlerfreunde, zu Die Siedler 7. Ja, wir sind in der letzten Mission der Hauptkampagne, das letzte Gefecht. Drakenau, euer Abenteuer endet mit einem letzten großen Gefecht im kargen Ödland am Fuße des Vulkans, wo ihr euch gegen eure drei einflussreichsten Feinde behaupten müsst. Eine uralte Legende zufolge ruht ein Drache in der glühenden Lava, im Inneren des Vulkans. Sollte sich dies als Wahrheit erweisen, könnt ihr einen überaus mächtigen Verbündeten gewinnen. Jo, starten wir also die letzte und wirklich schwierigste Mission des Spiels. Und die einzige schwierige Mission teilweise. Ich meine, die ersten 6 Missionen waren nur Tutorial, da ging nicht viel. Mission 7 konnte man noch relativ leicht schaffen. 8 und 9, dadurch, dass es ein Free-for-All war und die beiden KI-Gegner nicht wirklich schwer waren, war es auch recht einfach. Ja, 10 und 11 waren einfach, weil man da zu zwei einen Verbündeten hatte. Aber hier heißt es jetzt 1 gegen 3, was wirklich schwierig ist. Drakurians Verletzungen waren schwerer als erwartet und so musste unsere Heldin ihre letzte Schlacht alleine schlagen. Ja, so, ich guck ganz grimmig rein. Gut. Zoe, also wir, gegen Kondradin, Ludovic und Balderus. Also ein 1 gegen 3. 7 Siegpunkte. Das heißt, wir haben weder Zeit zum Trödeln, noch viel Zeit zum Nachdenken. Erster Schritt, Kirche. Ganz wichtig. Das karge Bergland. Berühmt für seine zerklüfteten Landschaften. Ja, da ist unser Schloss. Dort trifft Zoe König Kondradin. Oder ist das Kondradins Schloss? Ich glaube, das ist Kondradins Schloss. Zoe, du hast eindrucksvoll gezeigt, was du willst. Ich überlasse dir Land und Krone. Jetzt beende diesen Blödsinn und kehre heim. Nochmal werde ich nicht auf euch hereinfallen, Vater. Du wagst es, dich mir zu widersetzen? Ich habe keine Angst mehr vor euch. Was ich jetzt habe, könnt ihr mir nicht mehr nehmen. Du bist ein Dummkopf. Genauso wie Drakorian und Lord Wolverine. Eines Tages wirst du lernen, dass Edelmut allein dich weder nähren noch schützen wird. Er mag mich wohl nicht nähren oder schützen. Aber er wird mich auch nicht einsam und ungeliebt sterben lassen. Also hast du dich entschieden. Wir sehen uns in der Schlacht. Nahe dem Kloster der fröhlichen Mönche. Tag, Kloster. Ah, genau, so ist Stadt. Ja, das ist Prinzessin, ich bin zwar verletzt, dennoch werde ich euch in diesem entscheidenden Kampf beratend zur Seite stehen. Tandriens Schicksal wird heute auf diesem Schlachtfeld entschieden. Mhm. Euer Vater, sein Feldmarschall Ludovic und selbst König Balderus haben ihre Truppen in den Bergen versammelt. Gut, okay, wie ihr seht, halten diese Berge zahlreiche Möglichkeiten für euch bereit. Überlegt genau, wie ihr die Angriffe eurer Gegner abwehren wollt. Wählt euren eigenen Weg zu eurem eigenen Königreich. Ja, haben wir auch vor. Wie drehen wir dich? So.
Gut. Kirche. So. Quests sind gefährlich und müssen penibel vorbereitet werden. Sie können euch jedoch auf mannigfaltige Weise von Nutzen sein. So, gucken wir erstmal, wer was hier. Okay. Ludovic errichtet eine Kirche. Das ist nicht so toll. Hier wird alles Mögliche errichtet. Hier eine Händlergilde. Okay, also Konradin die Händlergilde und wahrscheinlich Baldorus die Kaserne dann, oder? Ja. Gut. Und da geht schon die Forschung los. Waren wir zu langsam. Okay. Alles kein Problem. Wir starten noch einmal neu. Noch sind wir am Anfang. Das Etrog kann ich ja überspringen. Das heißt, wir bauen erst die Kirche, dann alles andere. Zoe. Wie ihr seht, halten diese Berge zahlreiche Möglichkeiten für euch bereit. Überlegt genau, wie ihr die Angriffe eurer Gegner abwehren wollt. Wählt euren eigenen Weg zu eurem eigenen Königreich. Okay, das Ding brauchen wir gleich zu Beginn. Das ist nämlich der Weg zu unserer Kirche. So. Gleich zwei Wohnhäuser. Anbauen. Wir müssen nämlich wirklich vor Ludovic die Kirche fertig haben. So, jetzt können wir die Förster planen. So. Da wir Wasser und Weizen haben, werde ich auch gleich schon Bierproduktion anschmeißen. Und er erforscht Verzierung. Na, das können wir nicht durchgehen lassen.
So, die Handelsposten sind erstmal nicht so wichtig. Ja, an manchen Stellen werde ich Ludovic klein beigeben müssen. Gucken wir mal kurz, welcher Sektor ist wichtiger. Der Sektor, der Gold und Kohle hat eigentlich. Hat euch bei der Erforschung einer Technologie überboten. Boah, da ihr wart erfolgreich in der Erforschung einer neuen Technologie. Okay, die da, die erforsche ich ja selber. Ein neuer Handelsaußenposten wurde erfolgreich von einem eurer Rivalen unter Kontrolle gebracht. Exzellent. Ihr habt eine neue Technologie erforscht. Okay, jetzt. Holzfäller und Förster. Jäger. Sägewerke. Haben eine Schlacht gewonnen, gut. Dann ersetzen wir auch gleich mal die beiden Pikiniere, die wir dadurch verloren haben. Ja, wie gesagt, die 8 kriege ich nicht mehr zusammen. Aber ich kann ihm andere Forschungen streitig machen. Ludovic hatte den Imperator gewonnen, ha. Gut, der Boden hier, den ich habe, der ist... Eure Truppen haben einen Außenposten eingenommen. Deswegen werde ich hier jetzt... Ihr habt einen Siegpunkt erhalten. Weiter so. Euer Widersacher kann ab sofort eine neue Technologie nutzen. Exzellent. Ihr habt eine neue Technologie erforscht. Sehr gut. Ihr habt einen Siegpunkt erhalten. Weiter so. Eroberungsbelohnung. Gut. Einer eurer Mitspieler hat Zugang zu einem neuen Handelsaußenposten erhalten. So, dann errichten wir mal da unten Zeug.